Oder können wir einfach mal rein mit 15, also wir weiter. Wir folgt gerade ein Unwetter, was da gekommen ist. Kommt das ganze Wasser von den ganzen Feldern runter und überschwemmt uns die ganzen Straßen und die Zufahrten. Ja, wir sind mit ca. 40 Leuten in Einsatz und auch die Hausbewohner mit, sehr gerade, müssen mithelfen. Nachmittag, späten Nachmittag? Ja, bis wiedergekommen ist, auf einmal sind wir schon rein geworden zu den Fenstern. Haben wir gesagt, hoffentlich kommt das Wasser nicht von hinten. Auf einmal haben wir beim Wintergarten rausgeschaut, sagt mein Schwiegertochter, da kommt das Wasser. 2 Meter hat sie direkt gefilmt. Die Holztristen geschwommen, die Wildwasserverbau, was sie gemacht haben, den hat es ausgekippt. Alles runter in die ganze Siedlung. Die ganze Siedlung war verschwemmt. Eigentlich gehört da irgendwas anders gemacht. Irgendein Auffangbecken oder irgendwas. Weil wir haben die Scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedes Mal muss das fürchten, wenn er oben ist, dass wir das Wasser haben. Und alles hat uns geholt, das ganze Holz, der ganze Gemüsegarten, alles kommt von der Doppelstraße runter. Und da gehört was gemacht. Ihr gehört unter der Doppelstraße und gehört schon irgendwas gemacht, dass nicht über die Felder rennt. Und dann rennt alles bei uns hin, da oben in den Garten und über den Gemüsegarten, einen in den Teich. Der Zaun ist hin, ist zwar ein Löschteich, Fisch sind hin, das ist zwar das Wenigste, aber die Verwüstung, was angefangen hat, oben in der Siedlung auch, die Leute sind arm. Das muss einmal wer mitmachen, da kann man reden davon. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass das runterkommt. Das ist jetzt das dritte oder vierte Mal schon. Es ist nicht jedes Mal so arg gewesen, aber dreimal war es halt wirklich arg. Und beginnen tut das schon oben auf der Straße und man sieht es dann in die Felder runter, dass die ganze Ernte alles, dass das einfach schon eine ganze Schneisen macht, aber die ganze Menge Wasser, da schießt aber die Büsche und das wird alles antragen. Und natürlich der ganze Verbau, den sie da vorher schon reingemacht haben, der kann das absolut nicht fassen. Und dann geht es natürlich in der ganzen Breite durch unseren Gemüsegarten, durch den Teich, durch das ganze Ding durch, habe ich.